Dann erreicht die etwas größere Gruppe erst einmal im nordwestlichen Festum den Tempel der Löwen und dahinter das Lager, das Quartier der Festumer Stadtgarde mit großem Exerzierplatz und dem Rondrahain, der jetzt allerdings nur sehr spärlich bewachsen ist und auch gerade dem Winter geschuldet keine Blätter trägt. Ohne Ja, ihr Umschweife. könnt die Rondra-Kirche selber betreten und ja, findet dort dann ein gewaltiges Portal vor, ein sehr hochstrebender Raum, einige Schießscharten, die es hier gibt. Und ja, 5 Schritt hoch ist das Ganze. Leicht rußverdunkelte Schlachtengemälde. Hier würde sich sogar ein Rondra-Geweihter wohlfühlen. Seht ihr, hier kommt man sich doch gleich viel sicherer vor. Dann ein bisschen Geschrei und wütende Rufe. Dann könnt ihr sehen, wie eine Person rausstürmt. Es klonkt einmal im Tempel. Und Bisfrabul geht auf seinem Bein in eure Richtung zum Ausgang. Ein zornesroter Rondra-Geweihter ihm hinterher ballt die Fäuste. Ihr seid vollkommen verrückt, wisst ihr das, Bisfrabul? Ihr seid vollkommen verrückt! Blutschluck, da seid ihr ja. Ihr. Ihr. Was? Er bleibt stehen. Was glaubt ihr eigentlich? Einfach weiter marschieren. Der Rondrianer schließt auf. Kannst auch sehen, wie wohl noch 2 andere Rondra-Geweihte hinter reinkommen, die ebenso zornesrot sind und dann ja aufschließen. Ihr kennt diesen Irren. Euer Gnaden, erst einmal, Rondra zum Gruße. Ich bin der Ritter vom Schnattermoor. Das hier ist seine Gnaden Blutschluck. Wir haben ihn an Bord einer Dämonenleiche aufgegabelt. Das hat er uns gerade erzählt. Er hing scheinbar 3 Tage lang kopfüber, naja, aufgeknüpft, könnte man fast sagen, und trug keine bleibenden Schäden davon. Ich hätte Wahrscheinlich hat er gehofft, zu ihr viel könntet Blut ihn. verloren, sonst würde er nicht so reden. Ich hatte gehofft, ihr könntet ihn einer eingehenden Untersuchung unterziehen, ob mit ihm denn noch alles in Ordnung ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Mit mir Was ist hat er alles denn in Ordnung. gesagt? Was hat er denn gesagt? Redet mit mir, Junge, ich stehe direkt vor dir. Aber das Alles ändert sich klar, jetzt auch. Bisfrabul. Was hast du gesagt? Ich Dass verzieh sie dich. mich. Sie sind schwach. Ihr geht nirgendwo hin. Wollte mich aufhalten. Ja. Gut. Er zieht seine Waffe. Ich meine Waffe wohl auch. Boy. Blutschluck macht jetzt keinen Blödsinn. Nicht im Tempel. Die 3 Rondrianer. Nein, nein, nicht. Lasst ihn einfach. Bisfrabul schaut dich weiter an. Warum sollen wir ihn lassen? Er gehört untersucht, und zwar gründlichst. Wir haben ihn untersucht. Und? Er ist vollkommen irre, aber das war's. Das war's. Keine finsteren Pakte, keine dunklen Einflüsse. Er dreht sich um. Also Bisfrabul dreht sich um. Habt ihr mich gerade als irre bezeichnet? Nehmt das zurück. Du siehst, wie der Kiefer des Rondra-Geweihten aufeinander malt. Er scheint zu überlegen, scheint so ein bisschen anfangen zu schwitzen. Also gut. Ich nehme das zurück. Ich trete auch einen Schritt zurück und steck die Waffe weg. Euer Gnaden, Ja, er geht an euch vorbei, drückt ihr euch so seid ein bisschen ein zur Seite. blutgieriger Irrer. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr seid innerhalb von 3 Wochen tot. Aber ich kann euch nicht aufhalten. Bisfrabul ab. Als er dann durch das hohe Portal gegangen ist und ihr zurückbleibt, der Tempel ist mittlerweile komplett dunkel, weil wirklich viel Licht um 18 Uhr dringt nicht mehr in den Tempel durch die sehr, sehr rußgeschwängerten Fenster, wiederholt der Rondrianer das Ganze noch einmal. Er ist komplett irre. Aber Was habe ungefähr, ich? also ungefährlich nicht, aber zumindest kein Widersacher. Also, dass er irre ist, habe ich von Anfang an gesagt. Wagner nickt einmal. Als hätte er sich gerade selbst bestätigt gesehen. Wir hegten die Befürchtung, dass er sich vielleicht mit jemand anderem als seinem eigenen Gott eingelassen haben könnte. Dazu ist er viel zu stur. Aber was hat er denn gerade gesagt, dass er euch so verärgert hat? Das sollte in einem Tempel der Rundra nicht wiederholt werden. Dann gehen wir kurz raus. Macht das doch nachher. Euer Gnaden, ich
möchte doch, wenn ich euch ein wenig belästigen darf, gern einige kurze Informationen über die Stadt einholen. Das könnt ihr tun. Ihr seid gerade angekommen. Die Begleitung von Blutschlock. Seine Nachhut, wenn man es so nehmen will. Also gut, dann setzen wir uns doch. Deutet in Richtung der Sakristei, also da aus dem Raum, aus dem er gerade gekommen ist. Ein paar Vorhänge, die da vorgeschlagen sind, um vor der Kälte zu schützen. Und hier gibt es tatsächlich einen kleinen steinernen Kamin, wo ihr euch dann hinsetzen könnt. Ein bequemes Sofa oder mehrere, einen runden Tisch mit wenig Gebäck. Es ist, ja, es sind einfach steinharte Kekse. Und ein bisschen Wasser, was man euch dann anbietet. Verzeiht, wir haben nicht sehr wenig. Wir haben nicht sehr viel, aber das, was wir haben, soll mit euch geteilt werden. Na, wieder zum Dank. Also gut, dann erzählt mal. Nun, ist der Zufall so will, dass mein Begleiter hier noch Geschichten erzähle. Ich bin mir sicher, er kann das alles viel besser zutragen als ich. Ich möchte mich mal zu noch überbeugern. Was soll ich Ihnen denn jetzt alles erzählen? Die Wahrheit. Fang doch am besten am Anfang an. Alles klar. Also, angefangen hat das alles wahrscheinlich... Na, ich will nicht zu weit ausschweifen. Angefangen hat das, als ich auf einer Dämonenarche gefangen genommen worden bin. Dort verharrte ich 2 Wochen. Bis mein Freund Jalan hier, wir kannten uns schon von früheren Abenteuern, mich befreite aus den Fängen des Kapitäns Rotgeerd, einem meines Erachtens nach sehr fähigen Schwertkämpfers, der... Ach, ich schweife schon wieder ab. Auf jeden Fall wurde dann der Kampf gegen die Arche und die Bewohner eröffnet. Allerdings, als ich befreit worden war der Großteil der Besatzung bereits tot. Und Jalan hier kämpfte im Rondra-gefälligen Zweikampf gegen den Kapitän Rotgeerd, den er allerdings traurigerweise verlor, da Rotgeerd ein sehr talentierter Schwertkämpfer war. Nun, es kam darauf hinaus, dass seine Knappen ihn in einem mehr oder weniger fairen Zweikampf besiegte. Nun, überreden lügt. Ich war bewusstlos, ich habe dazu nichts zu sagen. Erschwert um 7, weil du einem Rondrianer ins Gesicht lügst. Ach man. Ich glaube, das ist doch fast egal, oder? Versucht doch nur Miria zu boosten. Oh, warte, das war jetzt minus 7, aber ja, das wäre trotzdem gelungen. So, plus 7, dann bist du bei 10, plus 7 hast du immer noch 3 Punkte über. Genau. Ja. So. Ja, das Gesicht, also man wird wohl eher gerade Jalan mustern, als du sagtest, dass er von Rotka besiegt wurde. Und du kannst sehen, wie er wohl so ein bisschen die Nase wird betrachtet, die Augen, man schaut ihn sich so an, woran man da gerade ist. Man deutet mal so auf die Kehle, wo er durchgeschnitten worden ist, da bei der Fechtwaffe. Ja, auf jeden Fall ging Jalan dann zu Boden, Miria besiegte ihn und nun... Seitdem gehört es eine Dämonenarche. Wie bitte? Euch gehört eine Dämonenarche. Mehr oder weniger. Wir haben auch noch hier irgendwo dieses Schwert. Wo das die anderen bekommen haben, weiß ich allerdings nicht. Was mein Begleiter damit sagen möchte, ist, dass ein tapferer Diener Efforts es geschafft hat, sich den Willen dieses Halbdämons derweil untertan zu machen. Mit der Hilfe dieses Schwertes. Was nicht unbedingt... Ja, sehr göttergefällig ist. Von was für einem Schwert redet ihr? Yarmish Aquam. Das schwarze Schwert. Das sagt mir nichts. Nun, es ist ein Schwert, das irgendein Diener Charybdoroth erschaffen hat. Mit dem Schwert kann man Dämonenarchen kontrollieren. Du siehst, wie die 3 Rondrianer zurückweichen. Also, Ich hau Ragnar erstmal schön auf den Hinterkopf. Aua. Ich dachte, ich soll dir die Wahrheit erzählen. Er spricht dir den Namen nicht aus. Ja, aber... Ach so, ups. Das habe ich wohl voll verpeilt. Ja, ne? Ja, Ragnar wirkt jetzt auch gerade ein wenig erschrocken.
Und fährt sich dann über den Mund, so als, ja. Hm. Und da machen wir weiter. Bei Ephadaios und Romini. Wir haben gerade den Ephatempel vor sich, die Kontore, die vielen, vielen Segel, die allesamt gerefft sind und die, ja, die jetzt hier einsam im Hafen liegen. Es wird quasi nichts entladen. Die Fischer werden hier draußen wohl wenig fangen haben. Nämlich hier ein paar Schiffe. Der Wasserleib ernährt die Menschen, aber die blutige See, die Wesen, die in ihr schwimmen, häufig sind sie nicht mehr essbar, zumindest nicht ohne Gefahr. Gut. Die ganzen Handelsschiffe nicht auslaufen können, ohne Gefahr zu laufen, erklärt, warum die Stadt tappt. Nun, schauen wir doch mal nach einem Fischerboot. Das ist so ein Hochseefischer, der halt rausfährt und seine Netze auswirft. Wir haben 18 Uhr, also die sind alle verlassen. Die Fischer fahren morgens um 4, um 3 fahren die raus und die kommen um 12 wieder, entladen dann, wenn sie irgendwas haben, in ihre Waren. Also um 18 Uhr ist da gar nichts mehr. Okay. Scheint hier niemanden zu geben, der auf seinem Schiff nächtigt. Schade. Solltet ihr im Tempel nachfragen? Bei euren Brüdern. Ephadaios, auf dem Schiff nächtigt, es ist bitterkalt hier draußen. Warum sollte man so etwas tun? Ich würde mein Schiff nicht verlassen. Ich meine, hier Wellen unter mir zu spüren. Das... Es ist bitterkalt. Wir sind hier nicht in Kuncho. Ei, um die Kleidung müssen wir uns auch noch kümmern. Ja, ich habe schon ein paar Pelzstände gesehen, aber da seid ihr dran vorbeigelaufen und ich dachte mir, dann machen wir das später. So ein paar schöne Bärenfäustlinge, das wäre, glaube ich, was. Wir sollten uns alle auf jeden Fall etwas Wärmeres zu anziehen zulegen für diese Region hier. Ja, wir hatten eigentlich auch schon mal was, aber das haben wir ja dank hervorragender Planung alles zurückgelassen. Nun, wir müssen es nehmen, wie die Götter es uns geben. Naja, kann ich abschätzen, ob die Fischerboote hier vor kurzem ausgefahren sind? Vor kurzem? Ja, also die sind nicht zugefroren oder so. Der Hafen ist auch frei und die werden wohl gepflegt, die Boote. Ob die hier alleine die Stadt versorgen können? Außen dürfte in dieser Jahreszeit kaum was wachsen. Gut. Ja, was machen Sie jetzt? Also, ihr wollt ja zum Hafen und jetzt? Jetzt suchen wir die Taverne. Muss man auf dem Markt noch ein paar Bücher besorgen. Wie man für eine Mannschaft kocht und diese Seeche, die wir an Bord haben. Ich weiß nicht, wenn Jasper nicht mit uns zurückkehren sollte, wenn er für schuldig befunden wird. Kann er ja keine Tränke brauen. Na gut, suchen wir erstmal diese Taverne. Ich hatte auf dem Weg hatte ich noch eine gesehen. Ich glaube, sie war neben dem Hesinde-Tempel da, als wir vorbeigelaufen sind. Ihr hattet ja nur Augen für den Vogel. Wie sah die denn aus? Sollen wir zu der gehen oder suchen wir die aus, die ihr im westlichen Eingang einmal kennengelernt habt, Promili? Nun, wir sollten uns auf jeden Fall erst einmal die hier anschauen. So gut kenne ich mich in dieser Stadt nun wahrlich nicht aus, dass ich zu hoffen wage, diese heute Abend noch zu finden. Na gut. Dann führen wir uns mal den Weg, Myria. Na, du hast ja auch gar nichts gefunden. OT-Anmerkung. Diese Taverne ist deiner Gassenwissenprobe geschuldet und da du das nicht höher gesteigert hast, bekommst du keine höhere Qualität. Tempel von Rum und Grog. Myria führt euch dorthin. Das ist eine ziemlich kleine Kaschembe. Entschuldigung, eine ziemlich kleine Kaschembe.
Wo, wenn ihr reinkommt, es widerlich nach Bier stinkt und eine ganze Horde gröhlender Jungspunde hier sitzt, im Alter von 14 bis 18 Jahre, allesamt mit ihren Magierroben, blondes Haar, sitzen sie hier bei gutem Bier bei Miss Guinness und saufen sich die Hucke weg. Ansonsten, es riecht nicht nach Essen, nur nach Bier. Ja, also das ist die Taverne, die ich gesehen hatte. Eine andere kam mir jetzt zumindest nicht unter. Fragen wir doch mal nach. Kadaras geht mit Romy zum Tresen. Guten Abend, der Herr. Hallo? Previert. Guten... Ach, verdammt. Sprecht ihr Garedi? Da. Okay. Kann man hier Zimmer und etwas zu essen bekommen? Zimmer, da. Essen, nicht. Wisst ihr, wo man vielleicht noch etwas zu essen bekommen kann? Nicht, nichts essen. Er schiebt dir drei Miss Guinness über den Tresen rüber. Ah. Gut für Bauch. Warm. Naja, das muss es dann tun, zumindest für die Zeit. Naja, trink doch mit uns das Bier und danach kannst du deinen Herrn beim Wanderer-Tempo holen. Okay. Ich hoffe, ich finde den. Sagt dir die Taverne jetzt doch nicht so zu? Nein, ich hoffe, ich finde den Ronra-Tempel, wenn ihr mich jetzt alleine im Dunkeln losschickt. Auch wieder wahr. Gut, dann trinken wir erstmal das Bier und dann gehen wir zusammen die anderen suchen. Ja, nach ungefähr 10 Minuten bringt der Wirt ja auch automatisch ein paar Kurze rüber, also richtig deftigen Wodka, also klaren, harten Alkohol. Gut, Wodka. Danke, nicht für mich. Ich schieb einen zurück. Gut, Wodka. Für Bauch. Wodka. Wenn einer von euch zwei möchte. Nein, ich definitiv gar keinen. Wort gut. Vertrage nicht viel. Warm, Essen. Naja, wenn du möchtest, ich werde dir anderen auch nichts erzählen, aber... Ja, ansonsten machen wir jetzt gleich los. Myria trinkt drei Wodka hintereinander. Aber nichts Jalan erzählen. Ich merke schon, du hast bei dir zu Hause durchaus mal die Tropfen probieren dürfen. Ja, nach 20 Minuten habt ihr euch dann in der Taverne so ein bisschen akklimatisiert. Wirklich viel Feuer gibt es hier nicht. Es ist einfach nur warm und ziemlich feucht. Dadurch, dass diese ganzen Jünglinge, die hier trinken und saufen, ziemlich viel schwitzen. Und trotz der Lautstärke schläft Myria ein am Tisch. Ich habe euer Bier ausgetrunken. Okay. Es ist Zeit, dass ihr Jalan im Rondra-Tempel sucht. Ah, verdammt. Romilly, ich kann sie jetzt nicht alleine lassen. Jalan würde mir den Kopf abreißen, wenn ich sie hier bei dem Burschen herlasse. Geht ihr nach Jalan suchen? Ich bleib bei ihr. Nichts in meiner Taverne los. Ich pass auf. Das ist sehr nett, aber... Die Kleine hier. Zimmer? Naja, Zimmer. Wir bringen sie in Zimmer, Ihr Zimmer. Ihr Zimmer hochbringen. Wodka. Wodka brauchen wir nicht mehr, danke. Gut. Nimm du den Schlüssel, Romy. Ich hack sie unter und. Nix Schlüssel. Kein Schlüssel, nicht.
Dann. Er deutet einfach die Treppe nach oben. Du kannst sehen, so eine ja, Holztreppe. Boah. Kein Geländer und ziemlich schmal. Da geht's nach oben. Na komm. Einer links, einer rechts. Und dann kriegen wir sie schon irgendwie hoch. Gut. Aber ja, die kann ich hier wirklich nicht alleine lassen. Treppe geht's nach oben. Das werdet ihr wohl hinkriegen, da ihr nur ein Bier getrunken habt. Myria würde das nicht mehr hinkriegen. Und wenn ihr da oben steht, könnt ihr mehrere Räume sehen. Und naja, der Flur ist dann offen hin zu einer Seite. Das ist wohl der Schlafsaal. Und die anderen Türen sind allesamt geschlossen. Der Schlafsaal schon teilweise belegt? Ja, teilweise. Na, wenn ihr da eure Eule habt, das sind doch Nachttiere. Könnt ihr nicht mit der die Straße runter, wo auch Jaran und die anderen runter sind? Du meinst, ob ich den Tempel finde? Nun, es könnte schwierig werden. Ich kenne mich hier noch nicht aus, aber ich kann es probieren. Nach Einbruch der Dunkelheit müsste es hier doch auch Wachen geben. Gerade in einer Stadt wie der. Ich bin mir aktuell nicht sicher, wenn selbst die gelehrten Schüler trinken mehr als gut für sie ist. Könnt dann draußen gedämpft durch die ja, wenigen Türfenster, ja, also die Fensterballaden, könnt ihr dann hören, wie draußen ein paar Goblins rumkakelen, jetzt wo es dunkler und dunkler wird. Bringt die Toten raus! Goblins wollen Tote haben! Ich könnte ja die Goblins fragen. Wir sollten erst einmal Myria in ein Bett verfrachten. Ich schlage vor, ihr geht einfach mal geradeaus in eines der Zimmer, nachdem ihr angeklopft habt. Sag getan. Ja, keine Reaktion, wenn du die Tür aufmachst. Sie war geschlossen, aber nicht verschlossen. Ja, hier gibt's einen einfachen Bettkasten mit Heu, was da reingelegt worden ist, und eine ziemlich dünne Decke, die da drauf liegt. Und sowas wie ein Regal, kein richtiger Schrank, sondern nur ein Regalboden, der da angebracht worden ist, das ist das Zimmer. Dann wird das Bett jetzt mit Myria belegt. Perfekt. Ja, es gibt keinen Schlüssel, nur einen Balken, den man dann von innen einlegen könnte. Wir sind jetzt auch gerade in der ersten Etage, oder? Erste Etage. Bleibt ihr so lange bei ihr, dann werde ich versuchen, die anderen aufzutreiben. Ich weiß, was der da erst vorhat. Hat mir das in ihrem trunkenen Schlaf gesagt? Nee, das war die innere Stimme von Charybdoroth in dir. Okay. Gut, so machen wir das. Ich werde mich beeilen. Und wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich dann die Nacht in ihrem Zimmer schlafen. Natürlich, ich glaube, es ist hier lieber. Es sollte niemand alleine die Nacht verbringen. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Romilly lässt ihr Gepäck hier zurück. Und versucht dann den Tempel zu finden. Dann erzähl mal, wie willst du das machen? Wie dunkel ist das? Wie viele Personen sind noch unterwegs? Mittlerweile haben wir 18 Uhr, 19 Uhr, Entschuldigung. Mitten im Winter, also Anfang Februar. Es ist stockdunkel. Derweil drüben im Rondra-Tempel. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ihr solltet am besten die Worte nicht sagen, was auch immer es für ein Schwert ist. Vermutlich besser. Jedenfalls hat unser Eferi es dann geschafft, die Arche bis zur Küste zu lotsen, wo wir an Land gingen. Und jetzt sind wir hier. Wie sehen die weiteren Schritte aus? Wollt ihr die Arche vernichten? Die sind uns derzeit noch nicht gar so sehr über das Ob und das Wie dieser Sache im Klaren. Aber vermutlich wird es langfristig darauf hinauslaufen. Auch wenn... Ja, dann blickt sich mal kurz über die Schulter, obwohl er vor der Wand sitzt.
die Admiralität da sicherlich andere Wünsche hat. Nun, es wäre die Möglichkeit, die ich anbieten kann, dass wir eine Ratssitzung berufen. Wahrscheinlich wird dabei auch dann Arvid Störrebrand und die Leitung der Nordlandbank vorhanden sein, wenn ihr sie denn dabei haben wollt. Milota Zirkewitz, das ist diejenige, die der Nordlandbank hier vorsteht und diejenige, die das Geld dafür ausgeschrieben hat. Erst einmal müssen wir mit, ihr wisst schon, unseren eigenen Auftraggebern heim im Reich kommunizieren. Am Ende führen auch wir nur Befehle aus. Ihr habt also eure Referenzen im Mittelreich. Natürlich. Das kann ich verstehen. Dadurch, dass ihr kein Geweihter seid und nur Rondra folgt, aber ihr nicht untersteht, liegen eure Prioritäten dort, wo es euer Land ist. Ich denke, wir wollen alle dasselbe. Da sind wir auch alle, inklusive der Reichsführung, sehr unterschiedlicher Meinung, wie man dort wohl ankommen könnte. Nun, dann wünsche ich euch gutes Gelingen beim Suchen eurer Auftraggeber. Wenn ihr Hilfe benötigt, dann könnt ihr zu uns kommen. Ihr seid mir wesentlich lieber als dieser Blutschluck. Den möchte ich hier nicht wiedersehen. Ich hoffe, er macht in der Stadt keine Schwierigkeiten. Das möchte ich auch hoffen. Ansonsten sind wir oder die Stadtwache zur Stelle. Könnt ihr mir doch wohl noch den Weg zur Magierakademie weisen? Ich habe einen weiteren, sagen wir, Gefangenen, der abgegeben werden muss. Direkt im Hesindedorf. Also die Straße hier in Richtung Süden und bei der ersten Abbiegung dann nach links. Dort findet ihr dann ein ziemlich großes Hexagon. Und davor auch die Magierakademie. Also sie befinden sich auf dem gleichen Grundstück. Die Halle des Quecksilbers und der Hesindetempel. Vielen Dank. Ragnar, brauchst du noch was? Ja, ich würde gerne noch einige Sachen erzählen. Zu dieser Rüstung. Und deutet man auf die Rüstung von Belharion Manning. Du hast das verfluchte Ding wirklich ausgegraben. Ja, richtig. Und es mit hierher gebracht. Ebenfalls richtig. In den Rondra-Tempel. Auch das ist korrekt. Die beiden Rondrianerinnen erheben sich und verschränken ihre Arme auf dem Rücken und betrachten sich die Rüstung. Ich rutsche mal ein Stück von ihm weg. Dieses Stück haben ich und mein Gefährte Yalan von Schnattermoor, dem düsteren Belharion Manning, dieser Mann sollte euch auf jeden Fall ein Name sein, gestohlen bzw. entwendet. Er hat es gestohlen, während ich um mein Leben brauchte. Nicht nur das, auch hat Yalan seinen Arm abgeschlagen. Das heißt, wir haben der Rondra-Kirche einen großen Dienst getan und ich würde gerne eine kleine Entlohnung dafür bekommen. Ihr habt einen der Feldherren von Borbarad höchst selbst im Kampfe besiegt? Nun, eine einzigartige Leistung. Er war nackt. Er mich besiegt am Ende des Tages. Ich hörte, hat er den Verlust seines Armes leider überlebt. Ihr habt ihm tatsächlich einen Arm abgeschlagen. Und seine Rüstung geklaut.